Das billigste Bier Deutschlands ist gleichzeitig auch das meistgetrunkene Bier bei uns. 1 Milliarde Flaschen im Jahr. Azubi Daniel Moll und Brauerin Veronika Abele sind zwei der 1100 Mitarbeiter der Mega-Brauerei in Oettingen. Kannst du mir sagen, bei was für einem Maischeschritt wir gerade sind? Wir sind jetzt kurz vorm Abmaischen und haben ungefähr 78 Grad. Okay. In der Brauerei reift der Gerstensaft in riesigen Sudkesseln. Tanks befüllen, Temperaturen kontrollieren, all das machen die Brauer am Computer. Lass uns mal schauen, wie weit der Maisbottich ich gerade ist. Also der Maisbottich, der ist jetzt voll, der hat jetzt 76% Inhalt, haben wir 53 Grad ungefähr und ja, da halten wir jetzt gerade die erste Rast. Genau. Wer in riesigen Dimensionen brauen will, muss klein anfangen. Das lernt Daniel im Stammhaus der Brauerei. Hier muss er noch richtig anpacken. Der Azubi wird in der Berufsschule immer wieder mit Vorurteilen über das Billigbier konfrontiert. Aber gut, wir brauchen uns da dabei nichts denken. Wir wissen ja, wie gut unser Bier ist, dass es qualitativ einwandfrei ist. Gut, das meiste sind wahrscheinlich auch nur Vorurteile von den anderen Brauereien, weil wir einfach unser Bier günstiger anbieten. Ja. Und dadurch entstehen halt die Vorurteile. Aber im Prinzip machen wir nichts anderes wie die anderen auch. Das war bei mir damals auch so. Da musst du drüber stehen. Ja. An was aber spart die Brauerei, dass sie so billig Bier auf den Markt bringen kann? Die Malzmenge ist in jeder Brauerei ungefähr gleich. Mit zu wenig Malz würde das Brauen nicht funktionieren. Geschmacksunterschiede entstehen durch verschiedene Malz- und Hopfensorten mit unterschiedlichen Aromen. Ich sehe jetzt eben schön, wie viel wir drin haben an dem Schaumrand. Ungefähr 9 Hektar. In der Großbrauerei läuft der Brauvorgang als geschlossener Kreislauf ab. Das Bier fließt von einem Kessel zum nächsten, am Ende in riesige Lagertanks. Hier gären 11 Millionen Liter Bier. 9,5 Millionen Hektoliter pro Jahr produziert die Brauerei an 5 Standorten. Das sind fast 1 Milliarde Flaschen. Wie lange die Bierproduktion dauert, hängt von der Technik ab. Mit modernsten Tanks und Anlagen geht es schneller. So spart die Brauerei viel Zeit und dadurch Geld. In einer kleinen Brauerei dauert alles etwas länger. Gut, jetzt kannst du ablesen, wie viel Stammwürze das wir haben. Ja, also laut Spindel haben wir jetzt 4,6% Stammwürze gehabt. Genau. An der Stammwürze erkennt Daniel, ob das Bier fertig gegärt hat. In der Großbrauerei kann er das am PC ablesen. Ja, also der Tank ist jetzt fertig, den können wir jetzt verkosten. Am Computer lassen sich alle Werte genau überwachen. Doch ohne Geschmackstest geht es nicht. Im Endeffekt ist immer noch der Brauer die letzte Instanz, wo das Bier probiert und dann in Filtration und in die Abfüllung schickt. Keine Maschine, sondern der Brauer entscheidet, ob das Bier rauskommt oder nicht. Die Brauerei spart weder am Personal noch an der Rohstoffmenge. Aber wo liegt dann das Preisgeheimnis? Eine große Kostenersparnis. Die Brauerei macht keine Werbung. Das meistgetrunkene Bier in Deutschland ist günstiger als alle anderen. Täglich verlassen 4 Millionen Flaschen das Werk. Und dafür braucht man jede Menge Malz. Waren Sie schon mal bei uns? Nein. Nein. Dann komme ich am besten mal mit hoch, dass wir gemeinsam eine Probe ziehen. Jawohl. Frank Eisenblätter ist in der Brauerei für die Qualitätsprüfung der angelieferten Rohstoffe zuständig. Bei jeder Lieferung nimmt er vor dem Abladen Proben. Warum wird das geprüft? Ja, das Malz ist für uns sehr wichtig. Je besser das Malz, desto besser die Bierqualität. Und letzten Endes, je besser das Malz, desto schneller und besser laufen auch die Prozesse in der Brauerei. Mit guten Rohstoffen spart die Brauerei also viel Zeit beim Brauen. An der Qualität der Rohstoffe wird daher nicht gespart. 90% der Lieferungen kommen übrigens aus Deutschland. Wunderbare gelbliche Färbung. Kein Graustich, sehr gut. Keine Fremdgetreide, keine Steine. Ja,
Ist auch wenig Staub drin, aber das sieht echt ganz gut aus. Ne? Aber wenn auf die Qualität der Rohstoffe geachtet wird, wie kann man dann billig produzieren? Man spart natürlich dadurch, dass hier große Mengen verarbeitet werden. Allein am Standort Oettingen sind das fast 50.000 Tonnen Malz im Jahr. Also bis zu 12 LKWs, die uns am Tag beliefern. Das heißt, man hat da sicherlich sehr gute Einkaufspreise bei den Mengen. Guter Mengenrabatt. Denn täglich erhält die Megabrauerei 300 Tonnen Malz. Unglaubliche Massen. Als nächstes kommt Hopfen an. Hopfen in Fässern? Das hier ist weder frischer noch getrockneter Hopfen. Es ist ein Extrakt. Aber auch wenn es so aussieht, hier ist keine Chemie im Spiel. In den Fässern befindet sich eine sirupartige Flüssigkeit. Sie wird aus den Hopfendolden gewonnen. Ein Konzentrat sozusagen. Ein großer Vorteil gegenüber den Hopfendolden: Das Extrakt lässt sich besser dosieren und ist länger haltbar. Die Qualität leidet gar nicht. Man kann sogar sagen, dass diese verarbeiteten Hopfen in ihrer Reinheit wesentlich höher sind als der Doldenhopfen. Und weil er länger haltbar ist, kann ihn die Brauerei in großen Mengen kaufen. Das ist das zweite Preisgeheimnis. Günstige Rohstoffe dank Großeinkauf. So, Frank, jetzt habe ich dir mal unser neues Kellerbier mitgebracht. Ah, ja, im Vergleich gut. Zum filtrierten Bier. Ja. Vielleicht kannst du mal blind verkosten und die Augen zu. Du bist gemein. Tausche ich es mal. Okay. Die Brauerei hat eine neue Sorte entwickelt. Kellerbier. Es ist unfiltriert, enthält Hefe und ist dadurch milder als Pilz oder Helles. Der Profi verkostet bei etwa 10 Grad. So schmeckt er die Aromen am besten. Sehr malzaromatisch. Auch nicht schlecht, aber das etwas stärker. Ich würde sagen, das ist unser Kellerbier. Ja, richtig. Ja, Gott sei Dank.